Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Christian und heute werden wir wieder eine gemütliche Runde Pathfinder Wrath of the Righteous spielen. Wir werden in der heutigen Folge den Marktplatz erkunden, damit wir an die anderen Questen rankommen. Da der Marktplatz ja doch zentral liegt und dieser Riss, welcher der Descari gerissen hat, verhindert, dass wir an die Bibliothek bzw. hier unten an die weiteren Questgebiete rankommen, dann werden wir erstmal hierhin reisen. So, wir haben eine Zwischenbegegnung. Gefallenes Pferd. Der blutige Kadaver eines starken Streitrosses mit einem gebrochenen Bein. In einer verbeulten Rüstung steckend. Die Satteltasche ist noch intakt. Du kannst hier eine Reagenzien für die Herstellung von Verbrauchsgütern finden. Ja, da werden wir doch direkt mal hingehen. Mal gucken, was wir da Tolles finden. Sehr gut. Und weiter geht die Reise. Auf zum Marktplatz. Yet another obstacle. So. Okay, das war jetzt mehr der Automatikkampf. Ich hatte vergessen, den rundenbasierten Modus einzuschalten. Aber auch damit haben unsere Charaktere ja keine Schwierigkeiten. Ja, wir haben... So, was haben wir denn? Du hast eine Spruchrolle. Schriftrolle kränkelnder Stahl erhalten. Dein Charakter Voljiv kann den Zauber drauf erlernen. Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Dann gehen wir doch mal hier rein und gucken doch mal. So, wo ist denn der? Da. Ja, so kommt man natürlich auch an einige Zauber ran. Okay, sie hat nichts, sonst habe ich keinen anderen zaubernden Charakter. Da wollen wir mal weitergehen. So. Wissen Arcano. Das ist ja toll. Okay, er ist fehlgeschlagen. Schauen wir mal die Karte an. Erstmal sehen wir hier nichts. Also werden wir hier mal Stück für Stück erforschen. Do not waver. So, was haben wir denn hier für Dretsch? Dann werden wir sie doch einen Sturmangriff machen lassen. Hey. You've crossed the wrong mongrel. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Vielleicht können wir die ja direkt mit einem der ersten Runde wieder machen. Hervorragend. You won't survive me. Wir könnten ja auch eigentlich... Wo war es denn jetzt? I was never good at stealth, but I'll try. Follow me. Wir können ja einfach mal standardmäßig Heimlichkeit aktivieren.
Bei Kingmaker bin ich mit der Gruppe immer in Heimlichkeit rumgezogen, da man dadurch die Fallen besser gesehen hat. So, aber da sind wir auch direkt erkannt worden, was aber auch gar nicht schlimm ist. Okay, wir haben keine direkte Ziellinie. Was haben wir denn? Ein Illusionist und ein Unerfahrener. Ja, dann werden wir erstmal auf den Illusionisten gehen. So, wen haben wir dann? Wer ist denn der Nächste hier? Er hier. Endure this! Was tun wir? Was machen wir? Erreicht er den? Nein, erreichen tut er ihn nicht. Fünf Schaden, Hälfte. Ja, oh, das geht ja. So, können wir uns noch bewegen. Kann ihn natürlich nicht erreichen. I'll cut you wide open. The spirits demand your blood. You are today's sacrifice. Ah, unsere. Did I mess up again? So, alle Mann mal nach vorne. Ich muss unbedingt, ich brauche unbedingt eine Panzerung für mein Pferd. Er könnte mir erzählen, was er wollt. So, schauen wir mal hier hinten. We won't falter. So. Make every strike count. Oh, ein Lebenspunkt wahrscheinlich noch. Okay, der kann gar nichts machen. Go for their heart! Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. So, der ist erstmal weg. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Jetzt aber. Er hat da verfehlt. Unser Bogenschütze. You've crossed the wrong mongrel. Stab you or zap you? Why not both? So, aber der wird jetzt erstmal einen Heiltrank nehmen. Sicher ist sicher. Steps, weapons ready. So, dann haben wir hier unten schon mal alles. Noch mal kurz gucken. Ah, guck mal, da sind doch Kreuzfahrer. So, Ember, dann reden wir doch mal mit Ember. We'll make this quick. She won't feel a thing. I don't know. Can we really do this? Listen, we don't have a choice. There are demons everywhere. What else would you have us do?
Eine Gruppe von Rittern hat ein junges Elfmädchen umstellt. Sie ist in Lumpen gekleidet, die nur bedingt die schrecklichen Narben auf ihrem Körper verdecken. Das Bett der Mädchen kniet und betrachtet ruhig das hitzige Gespräch der Männer um sie herum. Sie scheint die drohende Gefahr gar nicht wahrzunehmen. Über ihrem Kopf zieht eine schwarze Krähe aufgeregt ihre Kreise. In Iomedae's name, we're sorry, girl, but it is our duty. We have to do this, not for our own sake, but for the sake of everyone who can still be saved from the demons. If we don't win this battle, you won't have long to live anyway. Der Ritter erhebt sein Schwert über den Kopf des Mädchens. They're insane! We've got to do something! Sela sieht dich mit schreckgeweiteten Augen an. I understand. You're scared. You feel powerless. You think this will help. You don't have to justify yourselves to me. Just do what you've decided to do. Das Mädchen lächelt friedlich, als bestünde die Gefahr des umgehenden Todes überhaupt nicht. So, dann fragen wir da erstmal, was ist hier los? We. Die Hände des Ritters zittern. Our weapons barely scratch the demon's hides. We're sacrificing this girl to Iomedae, so we can consecrate our weapons with her innocent blood and gain the power to destroy the spawn of the abyss. It's extreme, but we have no other choice. We have to defend this city somehow, or else we'll all perish, including her. So, natürlich ist das ein bisschen schwachsinnig. Jetzt wollen wir erstmal schauen, was haben wir denn zum Auswahlen. Wir können wissen, da hätten wir ein SG-16 plus 3 Diplomatie, da hätten wir dann 8, das sind 7. Oder wir können einschüchtern, dann nehmen wir einschüchtern, weil da müssen wir nur 3 oder mehr würfeln. Who are you to threaten us? Are you with the demons or something? That's it! He's a cultist! Plain as day! Please, don't fight! All of you are good people! Kill the cultist! Can we retreat already? You saved one life. You took others. Was it worth it? Okay. Na, also wer die Fresse zu weit aufreißt, seht ihr ja. Misslingt sowas. Jetzt müssen wir sie natürlich niederknüppeln. Ich denke mal, sie ist ein Charakter. Vielleicht ein Gefährte. Wir werden natürlich was Rechtschaffenes haben. Antworten. Sie haben ein Verbrechen begangen und verdienen Strafe. How do you know what people deserve? Maybe the truth is that I deserve to die and they to live. But you shouldn't listen to me. I don't know what I'm talking about. I'm just a silly girl, really. Ich glaube nicht, dass ihr ein gewöhnliches Mädchen seid. Und eure Krähe da, die ist auch nicht gewöhnlich. No, don't be silly. I'm very ordinary. Well, I know different types of tricks, but Soot taught me those. Now Soot here, she truly is unusual. She's clever and she can talk, but only to me. She teaches me magic tricks and lots of other stuff. I don't know what I'd do without her. Zaubertricks, sagt ihr? Ihr könntet im Kampf gegen die Dämonen von Nutzen sein. Und ich kann euch vor wahnsinnigen Soldaten auf der Straße beschützen. Kommt mit mir. I must have misheard. This girl? Join our party? What could we possibly want with this dirty little beggar? Sure. Let's go. So, dann schauen wir doch mal, was sie alles so kann. So, wer ist denn dran? Unsere Adlige. I'll cut you wide open. Ach, die haben bestimmt eine, ja klar, eine richtig dicke AK. So, Zauberbuch. Jetzt werden wir hier erst einmal, wo war es denn? Distract them for me. Kommt die da ran? Into the fray! Huh.
You won't survive me. So. Gucken wir doch mal, ob wir einen Sturmangriff machen können. Sehr, sehr. So, was kann sie denn Tolles? Brennende Hände, Wunden heilen. Ah. So, als erstes machst du das mit einen 5-Fuß-Schritt. Surrender or else! Okay. The spirits demand your blood! Time to share your treasures! Sehr gut. Enthältiger Angriff, das geht ab. So, dann schauen wir doch mal, was die so Tolles dabei hatten. So, gucken wir uns doch mal ganz kurz. Stigmatisierte Hexe. Einige Hexen betrachten ihre Magie nicht als Gabe, sondern als Fluch. Ihr Körper ist von ihrem grausamen Schicksal gezeichnet. Der Schutzherr solcher Hexen kann grausam gewesen sein und beschlossen haben, dass Macht mit einem hohen Preis verbunden sein muss. Oder er hat ihnen als gnädiger Gönner geholfen, aus allen Widrigkeiten des Lebens Kraft zu schöpfen. Stigmatisierte Hexen verlassen sich auf ihre Intuition. Ihre Magie basiert daher nicht auf ihrem Scharfsinn, sondern auf der Stärke ihres Charakters. Anstelle der üblicherweise durch einen Schutzherrn gewährten Kräfte erhalten Hexen, ähnlich wie Mystiker, einen Fluch und wirken ihre Zauber wie die Hexenmeister spontan. Okay. Sie hat den Verwundbarkeitsfluch. Ja gut, dann haben wir jetzt eine Hexe. Gibt Schlimmeres. So, dann gehen wir doch erstmal hier ins Haus und schauen da mal nach dem Rechten. You can handle them, right? Ich hasse Schwärme. Ach, da ist auch noch eine Falle. Endure this. Ach, nee. The Inheritor, guide my blade. Teilen wir uns mal was auf. Forward! We won't falter! So, Ember ist dran. Today's sacrifice. Stab you or zap you? Why not both? So, als allererstes werden wir aber jetzt mal hier die Falle deaktivieren. I am helpful, am I not? I hope you appreciate this. War doch ein Rezept, das habe ich.
habe ich doch gesehen. Wo ist das? Da oben. Gewürzte Flügel und Schenkel. So, dann können wir nämlich mal direkt schauen. Was kann sie denn? Was hat sie denn? Sie hat eine Armbrust. Rüstung kann sie gar nichts ab. Oh, eine Fellrüstung plus 1. Dann würde ich doch sagen, bekommt doch unsere Camellia die Fellrüstung. Sehr gut, RK 23. Das gefällt uns doch. So, dann bekommt die einfach mal den Schutzring. Hat auch mal eine bessere Rüstungsklasse. Sie kann die benutzen. Na, was haben wir denn hier? Das kann sie haben. Wurfspeer bekommen. So, was haben wir denn hier? Oh, ein kleines Pentagramm. Did I fail? Ja, Junge, du hast richtig gefailt. Ach, was... March on! Okay, dann werden wir jetzt einfach mal hier rasten. Schön finde ich, dass bei dieser, dass wir dieses Mal keine Vorräte brauchen, um zu rasten. Wir können das einfach so machen. Finde ich sehr angenehm. So. Okay, gewürzte Flügel und Schenkel. Ein Tag lang ein temporären Trefferpunkt. Bewegungsbonus von 5. Ne, das sieht gut aus. Das sieht hervorragend aus. So, Schutzrituale. Okay. Speer. Ja. Maß und Verderbnis. Okay, dann machen wir das doch anders. So, it is restless. I wonder why. So, dann werden wir die doch eben per Heilzauber. So. Ich hoffe, ich benutze nicht zu inflationär. I stand ready. So, dann gehen wir doch mal weiter. Noch mal eingenordet. Genau, da war das Gebiet verlassen. Das wollen wir ja noch nicht. I'll cheer you on from over there. Okay, was haben wir jetzt hier? Marodeur, Bogenschütze, Marodeur. So, wer ist denn dran? Distract them for me. Ist auf jeden Fall gut schnell unterwegs. Make every strike count.
streckt den Dicken. 21 Schadenspunkte ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Kommen wir ran? Nein, wir kommen natürlich nirgendwo ran, aber egal. The light, take you. Da bedrohen wir den mal. Genau. Into the fray. Go for their heart. So. I'll cut you wide open. Too late for apologies. Oh. Sehr, sehr gut. Per Gelegenheitsangriff niedergeknüppelt. Wenn wir dann den hier nehmen. Time to share your treasures. So. You've crossed the wrong mongrel. Ja, bis jetzt funktioniert es ja noch relativ easy. We will win this war. Alter Verwalter. Hat die da ordentlich ein was abbekommen? So, wo ist denn die? Ist das die? Ne, wo ist jetzt die Schriftrolle? Mittelschwere Wunden heilen. Hat sie sich doch mal geheilt. Und nehmen wir einfach mal alles mit. They will not expect my strike. Did we find trouble? Ach, komm. Gesammelt. So, was haben wir denn hier? Neophytkämpfer. The spirits demand your blood. Survive me. So, wer ist denn der Erste? Ach, da unten klären. Ach, da sind ja noch welche um die Ecke. We can do it. I'll hit you. The Inheritor, guide my blade. Cover me, all right? You
today's sacrifice. Ich erstmal den Scharfschützen vor. Der wird dann auf den Kämpfer. Endure this. So, du nimmst den Barbar vor. Forward! We won't falter. Strike with all your might. You won't stop us. Did I mess up again? The light. Ach, thank you. Stab you or zap you? Why not both? So, wer ist denn dran? Go for their hearts! Na ja, gut, ich glaube, der Landerk kommt jetzt nicht mehr zum Zug. Make every strike count. We can do it! So, jetzt versammeln wir erstmal hier unsere Leute. Reden wir doch mal mit denen. So, was haben wir denn alles Schönes? I was never good at stealth, but I'll try. Oh, dann gehen wir erstmal ein bisschen versteckt vor. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist er irgendwo gewesen. I won't let you hurt my friends. Ach, distract them for me. Denn da oben ein Abrikandilu, den hatten wir schon. Zwei Dredge, okay. Surrender or else. You've crossed the wrong mongrel. Natürlich muss. Oh, wir können einen Sturmangriff machen, dann machen wir es doch direkt mal. I'll cut you wide open. Boah, der haut aber auch. Der haut no glory without risk. Time to share your treasures. Ja, mal gucken, ist das hier unten? Ne, ist nur ein normaler Bürger, mit dem kann man jetzt nicht reden. Schauen wir doch mal, aus der Richtung sind wir ja gekommen. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier in die Richtung weitergehen können.
So. Okay, also so eine Art Behelfsbrücke gibt es hier drüben. Können wir da lang gehen? So, wo sind die Gegner? Okay, keine Gegner da, dann. Sind die Mopeds. Cover me, alright? Eine Riesenfliege. Stab you or zap you? Why not both? Forwards! Und ein Riesentausendfüßler. You won't survive me. My heartbeat quickens. Distract them for me. Ugh. Can we retreat already? You are today's sacrifice. We won't falter. Ach, da sind doch schon. Ach, guck mal, das sind ja Verbündete. Aber erstmal sammeln wir unsere Gruppe. Ramien, geliebter Bruder, ich bewundere natürlich euren Mut, aber ihr seid ja nicht auch der Ansicht, dass dies wohl kaum der Zeitpunkt ist, um an einem Loch Wache zu halten, aus dem niemals jemand herauskommen wird? Oder seid ihr besorgt, dass jemand bei einem nächtlichen Spaziergang irrtümlich hineinstürzen könnte? Eine derartige Weitsicht ist lobenswert, aber braucht ihr für diese Aufgabe wirklich so viele Soldaten? Könnt ihr eure Krieger nicht einem besseren Zweck zuführen, wie etwa dem Kampf gegen Dämonen oder dem Wegräumen von Schutt, solange die darunter gefangenen Personen vielleicht noch am Leben sind? Das Antlitz dieses goldgelockten Asima ist schön, selbst nach den Maßstäben der Seinen, in deren Venen das Blut der Engel fließt. Seine melodische Stimme klingt heiter, aber in seinem Blick liegt verbitterter Tadel. Hulrun, wagt es nicht, mich Bruder zu nennen, Ketzer. Dieser strenge alte Mann hat erst vor kurzem hart gekämpft, das sieht man. Seine Rüstung ist zerbeult und voller Blut. Und seine natürliche Blässe lässt auf etwas Gefährliches schließen, als Verwundung durch Klauen und Fangzähne. Dennoch ist sein Blick fest und seine Stimme barsch und abgehackt, offensichtlich ans Befehlen gewöhnt. Wie könnte er es wagen, mir vorzuwerfen, nicht zum Schutze der Stadt zu unternehmen? Zumal jetzt, als Angehörige eures Tempels dabei ergriffen wurden, wie sie Verrat begingen. Für mich seid ihr nicht besser als die Dämonenanbeter, Missgeburten und Bestien, die sich unter den Stadtmauern hindurchgraben. Ramien, jeder weiß, mein verehrter Prälat, dass ihr in eurem eifrigen Streben nach Ordnung in der Stadt längst vergessen habt, wie man Freund und Feind oder Gut und Böse unterscheidet. Selbiges ist auch meinem Adapten widerfahren, deren Verrat ein aufrechter Versuch zur Rettung der Stadt war. Und so muss ich mich ein weiteres Mal wiederholen. Während wir Zeit mit sinnlosen Zänkereien vergeuden, sterben Stadtbewohner unter dem Schutt. Bewohner, die wir hätten retten können, wenn ihr eure Soldaten entsprechend instruiert hättet, statt sich hier festzuhalten, rund um ein nutzloses und gänzlich harmloses Loch im Boden. Harmlos? Tja, wenn ihr das sagt, heißt das wohl, dort unten ist doch etwas.
eure Mitstreiter, ohne Zweifel, und sie warten nur darauf, dass wir unsere Posten verlassen, damit sie herauskommen und erneut versuchen können. Der alte Mann bemerkt, dass du dich näherst. Und ihr, ich erinnere mich an euch. Ihr seid an dem Tag in meiner Stadt aufgetaucht, als die Dämonen sie angriffen und Terendelev starb. Was macht ihr hier? Antwortet mir, oder ich lasse euch an den Knöcheln aufhängen, ehe ihr es euch verseht. Glaubt bloß nicht, die Dämonen hätten mich verwundert. Ich habe noch genug Kraft in mir, um gegen 100 von eurer Sorte anzutreten. Und was ist das für... Und was ist das für abstoßende Kreatur? Hulrun sieht Lan misstrauisch an. Lan, zu euren Diensten. Der Mischvölkler verbeugt sich. Meine Ahnen haben im ersten Kreuzzug gekämpft. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Kenabris. Habt ihr mich denn noch nie gesehen? Ah, das muss daran liegen, dass ihr uns nie in unseren unterirdischen Vierteln besucht. Wir wollten uns schon bei den Behörden beschweren, dass unsere Pflastersteine längst repariert werden müssten. Der erste Kreuzzug. Ihr seid also ein Mischvölkler? Ihr beherrscht offensichtlich die Sprache der Menschen. Überraschend gut sogar. Also gut, soll mir recht sein. Der Prälat sieht dich an. Falls er irgendwelchen Ärger macht, tragt ihr dafür die Verantwortung. Da fällt mir ein, ihr habt mir immer noch nicht gesagt, wer ihr seid. So, ich bin Kreuzfahrer. Ich kämpfe für die Befreiung von Kenabris von den Dämonen. Ein Kreuzfahrer, sagt ihr? Das werde ich überprüfen. Ihr wisst offensichtlich nicht, wen ihr vor euch habt. Ich entscheide in dieser Stadt, wer ein Kreuzfahrer und wer ein Verräter ist. Hulrun Shapok, Prälat von Kenabris, durch die Gnade ihrer Majestät, Königin Galfrey und Verteidiger der Stadt gegen Bedrohung von innen und außen. Ramien, und wie wir sehen können, habt ihr beim Schutz der Stadt herausragende Arbeit geleistet. Der goldgelockte Asimar lächelt kalt. Ich bin Ramien von Edme, Prior des Tempels von Desna, der leider derzeit nur noch eine Ruine ist. Seine Weisheit Hulrun hier hält es für unerlässlich, dieses Loch hier im Boden zu bewachen, da er sicher ist, dass daraus jeden Augenblick Dämonen entspringen werden. Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass die Stadt dringlichere Probleme zu bewältigen hat, zum Beispiel die Rettung jener, die derzeit unter dem Schutt sterben. Hulrun, wisst ihr was? Es gibt vielleicht in der Tat eine Sache, die wichtiger ist als die Bewachung dieses Lochs. Ich habe sie ein ums andere Mal verschoben und seht, wohin uns das gebracht hat. Ich hätte euch am Tor aufhängen lassen sollen, als ihr es gewagt habt, für eure Bande von kriminellen Dämonenkollaborateuren einzutreten. Hätten die Bewohner von Sarkoris Arelu Forlesch aufgehängt, als sie Gelegenheit dazu hatten, hätte es niemals einen Krieg gegeben. Ich werde diesen Fehler nicht machen, ich werde nicht länger zögern. Soldaten, ergreift diesen Abschaum. Prälat, seid vernünftig. Die Zeiten sind furchteinflößend, aber jemanden ohne Prozess mit dem Schrank zu drohen, das ist eines Dieners vom Iromeda unwürdig. Der alte Mann fixiert Sela mit seinem Blick. Ihr solltet eins nicht vergessen, Mädchen. Wir mögen zwar derselben Göttin dienen, aber ihr seid keine Inquisitoren. Darum stellt nicht in Frage, wie ich Iomedae diene. Und ich werde es mit euch genauso halten. So. Was haben wir denn jetzt für Antworten? Wessen genau beschuldigt ihr Ramien, Inquisitor? Der Legendenweg Engel? Rechtschaffen chaotisch nicht sagen. Nehmen wir den Legendenweg Engel. Das Licht des Himmels enthüllen. Seht her, Inquisitor, ich trage das Geschenk eines Engels bei mir, der in den Höhlen unter Kenabris gestorben ist. Wir sind keine Feinde. Der alte Mann verzieht die Miene und flüstert etwas. Ein Gebet oder ein Zauber? Mit jedem Wort entspannt sich sein Gesicht mehr. Ihr sprecht die Wahrheit. Das Licht in eurer Hand wurde durch die Macht des Himmels erschaffen. Ich werde euch mit Aufgeschlossenheit begegnen, Fremder. Und später, unter weniger verdrießlichen Umständen, würde ich euch gerne fragen, wie ihr dieses Geschenk erhalten habt. Aber das kann warten.
nun muss ich diesem Geschmeiß ein für alle Mal das Handwerk legen. So, dann werden wir erstmal fragen, wessen genau beschuldigt die Aramien, Inquisitor? Verrat. Nicht lange vor dem Angriff auf die Stadt haben einige Anhänger aus dem Tempel versucht, sich insgeheim Zugang zum Schutzstein zu verschaffen und dort ein unbekanntes Ritual zu vollziehen. Hulrun zittert vor Wut. Der Schutzstein von Kenabris, das Geschenk von Iomedae, der Lichtbringerin, gefertigt von den Händen ihres Herolds, des Ersten in der Kette. Und dann wollen Anhänger dieser irren, mickrigen Göttin mit ihrer Magie daran herumfuschen, nachdem sie eine Stimme in ihrem Träumen gehört haben. Meine Soldaten hatten sie fast ergriffen, als Ramin sich in den Weg stellte und die Verräter entkommen ließ. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich ließ ihn nicht in eine Zelle sperren und habe ihn nicht verhört, bis sein Lebensfaden kurz vor dem Zerreißen war. Und jetzt liegt die Stadt in Ruinen. Es ist an der Zeit, diesen Fehler wieder gut zu machen. Ramin, ich habe es euch bereits gesagt und wiederhole mich. Meine Leute haben den Angriff auf die Stadt vorhergesehen. Sie wussten, dass der Schutzstein die Saat der Verderbnis bereits in sich trug und wollten ihn lediglich heilen. Ich habe ähnliche Behauptungen schon einmal gehört. Wo war das gleich? Ach ja, von Stauten Vane, dem Verräter, der Dresden zu Fall gebracht hat. Die Lektionen der Vergangenheit haben uns viel gelehrt und deshalb habe ich die Lügen von euch und eurem Pöbel keine Sekunde geglaubt und ich hatte recht. So, was machen wir denn? Sind wir rechtschaffend oder sagen wir nichts? Nein, wir nehmen das Rechtschaffende. Ihr tut das richtige Hulrun. Der Kreuzzug hat keinen Platz für Unruhestifter. Der Asimar schüttelt den Kopf. Ihr wollt an der Seite dieses Hexenjägers kämpfen? Glaubt mir, ihr macht einen gewaltigen Fehler. Seine Führung hat bislang kein einziges Leben gerettet, aber viele gekostet. Ramin blickt den Prälaten an. Ihr seid ein Narr, Hulrun. Ihr seid ein Eiferer und Mörder. Aber zuallererst seid und bleibt ihr ein Narr. Ich habe euch gesagt, dass der Schutzstein geschwächt war. Ihr habt nicht zugehört. Ich habe euch davor gewarnt, dass die Stadt angegriffen würde. Ihr habt mich weggeschickt. Die Wahrheit ist, dass meine jungen Adepten versucht haben, den Schutzstein zu retten. Und ihr habt sie aufgehalten. Natürlich sind die wahren Verantwortlichen dieser Tragödie die Dämonen. Aber ihr habt nichts unternommen, um all das zu verhindern. Und jetzt würdet ihr immer noch lieber Unschlüge töten und selbst untergehen, als zuzugeben, dass ihr Unrecht hattet. Wie immer. Mit einer Geste seiner Hand verschwindet der Asimar. Hulrun, der Ketzer ist geflohen. Ganz ohne Zweifel erwartet er, dass ich ihn verfolge. Aber darauf falle ich nicht herein. Hulrun wendet seine Aufmerksamkeit dir zu. Was ist mit euch, wenn ihr wirklich für ein Geschenk des Himmels auserwählt wurdet? Habt ihr jetzt die Chance, die Stadt zu retten? Geht und bringt mir diesen dreckigen Verräter. Ich bin fast sicher, dass er und seine Kumpane den Dämonen geholfen haben. Bewusst oder unbewusst. Ihr Versuch, den Schutzstein zu verhexen, beweist das eindeutig. Ramin muss ergriffen werden. So, was haben wir denn? Wie ich sehe, habt ihr in der Schlacht einiges erlitten? Warum seid ihr so besessen davon, wirklich überall nach Feinden Ausschau zu halten? Hat Ramin euch wirklich vor dem Angriff gewarnt? Aus diesem Loch droht keine Gefahr. Wo finde ich Ramin? Ja, machen wir erstmal. Aus diesem Loch droht keine Gefahr. Ihr habt keinen Grund, es zu bewachen. Wir haben eine quäste Glaubensfehde. Ihr habt mir selbst gesagt, ihr hättet ein lichtbringendes Geschenk von einem Engel erhalten, der in den Höhlen unter unseren Füßen verstorben ist. Es ist kein Geheimnis, dass es in diesen Gängen von gefährlichen Kreaturen wimmelt, die jeden töten könnten, sogar ein Krieger des Himmels. Dämonen und ihre Nachkommen treiben sich gern unter Erde herum. Und deshalb werde ich dieses Loch im Auge behalten. Falls die Monster beschließen, von dort anzugreifen, werden wir bereit sein. Hat Ramin euch wirklich vor dem Angriff gewarnt? Diese verrückten Desniten sind ständig in meinem Studierzimmer gestürmt und haben mich mit ihren wirren Prophezeiungen belästigt, die im Traum zu ihnen kamen. Ich will nicht lügen. Manchmal haben sich ihre Worte tatsächlich erfüllt. Aber sollen wir uns wirklich auf die halbseidenen Träume von Ketzern verlassen, statt auf die kalten Fakten von Späher berichten?
Viele Dämonen hätten sie problemlos hintergehen und ihnen im Traum verräterische Pläne zuflüstern können. Und diese Irren hätten ihnen mit großer Freude zugehört. Diesmal kam der Lockenkopf ohne Hirn persönlich zu mir und verkündete, dass Dämonen die Stadt angreifen würden und die Macht des Schutzstandes durch eine Verunreinigung oder so geschwächt sei. Eomedai möge mir vergeben, dass ich die Worte auch nur wiederhole. Nach dieser Blasphemie hätte ich ihn zusammen mit seinen Anhängern einsperren und verhören lassen sollen. Stattdessen habe ich sie lediglich genauer beobachten lassen. Und dann, meine Leute haben sie dabei erwischt, wie sie den Schutzstein mit einer unbekannten Magie angreifen wollten. Und keine 3 Tage später erfolgte der Angriff der Dämonen auf die Stadt. Zwischen beiden Ereignissen gibt es ganz offensichtlich eine Verbindung. Ob absichtlich oder unter dämonischem Einfluss. Die Desna-Anhänger haben Descares Horn genau in die Hände gespielt und als sie abzogen, war die Stadt quasi ohne Verteidigung. Rami hat seine Leute die ganze Zeit gedeckt und ihnen geholfen, meinen Wachen zu entgehen. Wie sollte ich ihn da anders nennen als Verräter oder Ketzer? So, dann sagen wir mal, wo finde ich Ramien? Woher soll ich das wissen? Weit kann das Wiesel nicht gekommen sein. Er hatte sich unsichtbar gemacht. Wahrscheinlich kauert er jetzt in irgendeinem Loch, diese verräterische kleine Ratte. Und er wird dort zitternd sitzen bleiben und warten, bis ihn jemand rauszieht. Wenn der Prälat hinter einem her ist, wäre das das Vernünftigste. Ich würde es auch so machen. Ich bin sicher, dass viele Dinge für euch vernünftig klingen. Und es funktioniert, wie ihr seht, bin ich noch am Leben. So, dann werden wir mal sagen, ich muss gehen. Dann geht, wenn ihr müsst. Es wäre schön, wenn ihr mit dem Kopf dieses Schurken zurückkämt. Amber blickt Hulrun unverwandt an. Ich erinnere mich an euch. Als mein Vater und ich in dieser Stadt eintrafen, sind wir uns begegnet. Was soll dieses Gefasel? Als hätte ich nichts Besseres zu tun, als mich mit Vagabunden abzugeben. Aber es ist wahr. Ihr und die anderen Ritter habt uns an Pfähle gebunden und das Feuer entzündet. Vater starb und dann hat einer der Ritter sich besonnen und mich aus den Flammen gezogen. Dafür ist er auch gestorben. Erinnert ihr euch nicht? Wenn ihr verbrannt wurdet, dann aus gutem Grund. Ihr sagt, ein Verräter hatte euch geholfen, aus dem Feuer zu entkommen. Das ist auch ein Verbrechen. Ihr habt euch also all die Jahre dem Gesetz entzogen. Wenn die Invasion nicht wäre, würde ich euren Fall prüfen und dafür sorgen, dass ihr endlich eure Strafe erhaltet. Ihr habt Glück, dass wir uns im Moment um wichtigere Dinge kümmern müssen. Amber, er hat damals anders ausgesehen als heute. Faltig und grau. Er war jung und hatte einen dichten Schnurrbart. Amber lächelt und zeichnet mit seinen Finger einen großen, buschigen Schnurrbart in der Luft. Wahrscheinlich hat er mich völlig vergessen. Es ist lange her. Aber eines möchte ich sagen. Ich habe keine Fehde mit ihm. Dieser Ritter ist ein echter Held. Er wollte lediglich unbedingt seine Stadt beschützen und leider hat er dabei aus den Augen verloren, was gut und böse ist. So, wir können den angreifen. Wir sagen, ihr vergebt ihm, nach dem, was er euch angetan hat. Er war überzeugt, das Richtige zu tun. Wer kann da schon sicher sein? Vielleicht habt auch ihr etwas getan, das ihr für das Richtige hieltet, obwohl es in Wahrheit falsch war. Und ihr jemanden damit geschadet habt. Und was wäre, wenn mir das ebenfalls passiert wäre? Es ist Unrecht, auf andere wegen ihrer Fehler wütend zu sein, wenn ihr selbst nicht besser seid als sie. Greifen wir ihn an? Nein, wir greifen ihn nicht an. Ich sage, wir gehen, Amber. Ja, gehen wir. Leb wohl, gütige Ritter. Das Mädchen winkt Hulrun mit einem sorglosen Lächeln zu. Hulrun zieht eine Grimasse und wendet sich ab. So, da haben wir ja dieses Mal den Marktplatz ein wenig erkundet. Nach ein paar leichteren Kämpfen haben wir den Prälaten der Stadt entdeckt. Ich vermute mal, entweder ist er besessen oder irgendwie ein bisschen verrückt. Oder er ist halt ein ganz klassischer Inquisitor. Wir wissen es nicht. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren. Seid wieder mit dabei, wenn es heißt, Ritter Garfield und seine Getreuen setzen sich für die Stadt ein. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst.